2000. Das sind Pferdefreunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde Ranch. Horseland, Horseland, yeah, 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 yeah! Du glaubst nicht, was ich eben gehört habe. Heute in Horseland. Sie behandelt die Leute von oben herab. Durch böswillige Gerüchte werden nicht nur enge Freundschaften zerstört. Du hast doch damit angefangen. Sondern auch die gute Stimmung auf Horseland. Was soll ich hier überhaupt noch? Guck mal, was da steht. Lies mal. Der Typ hat Karins Schwester auf Karins Geburtstagsparty kennengelernt. Und jetzt gehen die beiden miteinander. Hart. Glaubst du, dass das wahr ist, Zoe? Man darf einfach nicht alles glauben, was diese Klatschmagazine so drucken. Ja, und denk mal nach. So grausam kann eine Schwester zu der anderen gar nicht sein. Das verstehe ich nicht, Chef. Warum lesen Sie es denn, wenn Sie glauben, es ist gelogen? Das ist auch schwer zu verstehen. Klatsch und Tratsch, so nennt man das. Was ist das, Chef? Weißt du, Trine, es wird etwas gesagt oder geschrieben, das nicht immer der Wahrheit entspricht. Dummes Zeug. Ja, aber warum schreiben die Menschen dann sowas? Ich weiß es nicht. Aber eins steht fest. Es kann für denjenigen, der davon betroffen ist, sehr unangenehm und oft auch sehr schmerzlich sein. Sehr gut, sehr gut. Bleibt in Bewegung. Achtet auf die Haltung. Ja, yeah, großartig. Ich glaube, ihr habt eine echte Chance. Cool. Primo, wir schaffen das. Juhu! Soll ich dir was helfen, Benny? Oh, das wäre nett von dir. Was summst du denn da? Ich, Lili, liebe dich so, mehr als du glaubst. Das singt doch Sarah Malone auf der Mann meiner Träume-CD. Findest du sie gut? Ja, ziemlich. Ich habe in Zoes neuem Klatschmagazin was über sie gelesen. Die soll ja ganz schön daneben sein. Es scheint, Sarah ist eine ziemlich dumme Ziege. Sie ist wahnsinnig eingebildet und glaubt, sie sei was Besseres. Glaubst du das wirklich? Ich sag nur, was ich gelesen habe. Du glaubst nicht, was ich eben gehört habe. Molly hat gerade über Sarah hergezogen. Echt fies. Wieso? Die sind doch beste Freundinnen. Sie sagte, Sarah sei wahnsinnig eingebildet und glaubt, sie sei was Besseres. Wer hat das gesagt? Molly. Unsinn. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag sie doch selber. Das werd ich. Brauchst du nicht. Hör's dir selbst an. Und außerdem ist Sarah arrogant und ungerecht. Genug gehört? Sie behandelt die Leute von oben herab, nur weil sie viel Geld hat. Nun mal langsam, das sind nur Gerüchte. Weiß ich doch. Das muss ich mir nicht länger anhören. Sarah, du bist es. Ja, stimmt. Was ist denn? Au, ich habe einen Splitter im Fuß und den muss ich entfernen. Würdest du mir bitte rüberhelfen? Na klar, Alma. Stütz dich auf mich. Hast du es ihr gesagt? Was gesagt? Nichts. Komm, wir gehen. Aber warum denn nicht? Alma, ich gehe nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was hier los ist. Okay, es wird dir nicht gefallen. Molly redet ganz schlecht über dich. Das glaube ich nicht. Ich habe es selbst gehört. Sie behauptet, du seist eingebildet und arrogant. Was? Das würde sie niemals sagen. Ich frage sie selbst. Wo ist sie? Im Stall. Mir ist es egal, was man über sie schreibt. Ich finde, sie singt toll. Trotzdem, Sarah ist eine hochnäsige, blöde Ziege. Und nur weil sie Geld hat, kann sie die Leute nicht so behandeln. Das macht man nicht. Na, glaubst du uns jetzt?
Aber das verstehe ich nicht. Sie hat doch überhaupt keinen Grund, so etwas über mich zu sagen. Kalypso, was ist denn mit dir los? Das ist nur Benny. Bis morgen, Benny. Ich bringe Kalypso in ihre Box. Okay, und lies nicht wieder irgendwelche Klatschgeschichten. Na gut. Da kommt sie. Jetzt kannst du sie selbst fragen. Also, ich verstehe das immer noch nicht. Hey, was ist denn mit euch los? Jetzt tu doch bloß nicht so unschuldig. Wovon redest du überhaupt? Du weißt genau, worum es geht, Molly. Warum tust du sowas? Ich habe wirklich keinen Schimmer, was ihr meint. Ach, wirklich? Ehrlich, bitte, was ist hier eigentlich los? Warum sagst du es mir nicht ins Gesicht, wenn du ein Problem mit mir hast? Du bist feige. Ich habe kein Problem mit dir, Sarah. Und ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Wir sind alle zutiefst enttäuscht. Zutiefst enttäuscht? Molly, ich bin sehr, sehr traurig. Ich hätte nie geglaubt, dass du so unehrlich bist. Unehrlich? Ich werde abgeholt. So. Und da ich glaube, dass ihr spinnt und ihr mir nicht das Gegenteil beweist, hat sich der Fall für mich erledigt. Es interessiert mich nicht mehr. Molly! Lass gut sein, sie wollte es nicht anders. Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß, was wir mit Molly machen. Wir sprechen kein einziges Wort mehr mit ihr. Ich hab's doch gehört. Sie haben sich über die Sängerin Sarah unterhalten, nicht über unsere Sarah. Heißt das etwa, Zoe hat gelogen? Nein, das hat sie nicht. Es war ein Missverständnis. Also ehrlich, ich verstehe Sarah nicht. Sie kann sich doch denken, dass Molly sowas nicht sagen würde. Wenn die beiden nicht bald miteinander reden, wird die Sache immer schlimmer. Arme Molly. Sie hat überhaupt keine Idee, was man ihr eigentlich vorwirft. Scarlett hat völlig recht. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kann das böse Folgen haben. Wie gesagt, totale Nichtachtung. Wir sprechen kein einziges Wort mit ihr. Achtung, da kommt sie. Na, meine Gute, du scheinst jetzt meine einzige Freundin auf Horseland zu sein. Button, lass das! Was ist los? Begreifst du das? Was habe ich denen denn bloß getan? Jetzt habe ich nur noch dich, Kalypso. Wir haben doch Zeit. Lass die ruhig zuerst. Das ist schlimm, Chef. Ganz schrecklich. Ja, das kommt davon, wenn die Menschen nicht offen miteinander sprechen. Molly? Oh, du redest mit mir? Es kann doch nicht so weitergehen. Ach ja? Ich habe keine Ahnung, warum ihr mir das antut. Erklär's mir. Du weißt ganz genau, was los ist. Du hast doch damit angefangen. Angefangen? Womit denn? Ich weiß ja überhaupt nicht, was ihr mir vorwerft. Sarah... Was habe ich euch getan? Du musst doch wissen, was du gesagt hast. Wir haben es alle gehört. Komm mit, Sarah. Solange sie nicht zugibt, was sie getan hat, verschwenden wir nur unsere Zeit. Zurück nach Horseland. Komm schon, Sarah. Ich komme. Ich verstehe überhaupt nichts mehr.
Peppa. Halt! So geht das nicht. Ihr reitet völlig orientierungslos durch die Gegend. Vorgestern seid ihr eine erstklassige Formation geritten. Ich war mir sicher, ihr holt den Pokal. Was ist los mit euch? So nicht. Benny, was ist? Wir haben doch gerade erst angefangen. So wie ihr drauf seid, gewinnt ihr nicht mal einen Eierbecher. Es war ihre Schuld. Sie hat Peppa und mich behindert. Was ist hier eigentlich los? Frag mich nicht. Die haben irgendein Problem mit mir. Und seit heute Morgen redet auch keiner mehr mit mir. Und ich weiß nicht mal, warum. Ach, Molly, das gibt sich schon wieder. Sicher nur ein Missverständnis, wirst schon sehen. Benny, das glaube ich nicht. Aber klar, es sind doch deine Freunde. Ich glaube, das sehen die ganz anders. Das wird schon. Mir reicht es jetzt, Calypso. Die wollen mich mit ihrer Nichtachtung bestrafen? Denen zeige ich mal, was Nichtachtung ist. Hier gab's mal eine richtig nette Clique, Calypso. Erinnerst du dich? Jetzt gibt's hier nur noch so eine Bla-Bla-Bla-Truppe und mit denen habe ich nichts am Hut. Die sind mir zu doof. Hey, was haltet ihr von einem Schokoladeneis mit einem Riesenberg Sahne obendrauf? Ich lade euch alle ein. Nur dich nicht. Ich hasse Schokoladeneis. Ich habe hier auf Horstland keine Freunde mehr. Reiten kann ich auch woanders. Was soll ich hier überhaupt noch? Tut mir leid, Calypso. Aber es wird ja noch mehr gute Reitställe geben. Ich weiß ja, mir tut es auch leid. Wir werden unsere Sachen packen und gehen. Wo ist Molly? Sie packt. Was? Dann holt sie her, sofort! Ich glaube, sie möchte nicht herkommen. Wird's bald. Euer Gezicke interessiert mich nicht. Holt sie her, sofort! Denn ohne Molly habt ihr bei der Formation keine Chance. Lasst uns irgendwo hinreiten und die Sache besprechen. Wenn du glaubst, dass das was bringt... Bloß weg von hier! Ich hol mir nur eine Jacke. Gute Idee. Molly hat schon fast alle unsere Sachen gepackt. Ach, was können wir denn bloß tun? Ich weiß was. Hört mal zu. Sind sie, meine ehemaligen Freunde. Nur noch einen Moment, dann können wir gehen. Was machst du denn? Calypso, wohin willst du? Calypso! Okay, ich verstehe. Ein letzter Ritt auf Horseland, richtig? Aber wir bleiben schön weit weg von den anderen, hörst du? Geht's. Such dir eine Richtung aus. Calypso, was ist los? Was hast du denn?
Ist dein Hufeisen locker? Nein, alles in Ordnung. Dir scheint was weh zu tun. Komm, wir gehen langsam zurück. Hey, alles wieder in Ordnung? Komisch ist das schon. Es ist nicht mehr weit, wir sind gleich da. Gute Freunde. Fehlt Calypso irgendwas? Nein, nichts. Nicht das Geringste. Los, komm, Sarah. Vamonos! Dich nicht einfach so gehen lassen. Ich meine, wir sind doch Freundinnen, oder? Waren wir mal, aber das ist jetzt vorbei. Glaubst du vielleicht, ich finde das gut? Nehm ich mal an, sonst würdest du mich ja nicht so behandeln. Molly, vielleicht gibt es eine Lösung. Ach ja? Eine Lösung für was? Ich habe nicht die leiseste Idee von eurem Problem. Du hast gesagt, ich sei eingebildet und arrogant. Das habe ich nie gesagt. Zoe hat das gehört. Und dann hat Alma gehört, wie du gesagt hast, ich sei eine hochnäsige, blöde Ziege. Niemals. Und ich wäre ungerecht und würde mir einbilden, dass ich was Besseres sei. Warte, war das, als ich mit Benny zusammen im Stall war? Das glaube ich einfach nicht. Es ist wahr, Molly. Ich habe auch noch gesagt, Sarah behandelt die Leute schlecht, weil sie mehr Geld hat als andere, stimmt's? Ja. Richtig, hab ich gesagt. Alles. Aber wie kannst du nur sowas über mich sagen? Sarah, das habe ich ja gar nicht getan. Aber Molly, du hast doch eben gesagt... Ich habe über eine Sängerin gesprochen und die heißt Sarah Malone. Über sie und niemanden sonst. Verstehst du? Oh, Molly. Es tut mir so leid. Ich hätte nicht... Ich hätte... Mich ja vielleicht mal früher fragen können. Es ist so schrecklich, Molly. Es tut mir so unheimlich leid. Kannst du mir das jemals verzeihen? Ja, das kann ich, Sarah. Und das alles wegen so eines albernen Missverständnisses. Ach, Molly. Er hat sie verlassen und ist jetzt wieder mit Karin zusammen. Ach, wie niedlich. Da, Zoe, guck mal. Gut, dass ihr da seid. Wir müssen uns bei Molly entschuldigen. Weil wir ihr wirklich Unrecht getan haben. Warum? Warum? Molly hat überhaupt nichts Schlechtes über mich gesagt. Ich hab's gehört und nicht nur ich, wir alle. Sie hat überhaupt nicht über mich geredet. Sie meinte eine andere Sarah. Und wegen uns hätte sie Horstland beinahe verlassen. Es war ein Missverständnis. Oh, Molly. Molly. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich glaube, wir sind mal wieder schuld. Wenn überhaupt, dann ist es deine Schuld. Ja, also... Ich hab mal wieder zu viel geredet. Wir sind alle schuld, Zoe. Weißt du, wir hätten lieber mit Molly sprechen sollen und nicht über sie. Ich hatte überhaupt keine Chance. Und wir haben sie mit Nichtachtung bestraft. Wir versprechen uns gegenseitig, dass so etwas nie wieder vorkommt. Niemals. Nie. Niemals wieder. Einverstanden. Was ich getan habe, war wirklich blöd. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Das kann ich, Zoe. Hey! Habt ihr vielleicht Lust zu trainieren? Wie sieht's aus? Na klar! Wir sind in Siegerlaune! Thank you.
hättest uns mal sehen sollen, wie mies wir ohne dich waren. Das kann ich mir vorstellen. Du hast ganz recht, Trine. Genau da gehört er hin. Dieser elende Klatsch und Tratsch. Hm.